Was hat er gemacht? Hat er ihm das Mundstück ins Gesicht geklatscht oder was? Reaction auf, wie man den besten Shisha-Kopf baut von MGP. Wir sind sehr gespannt, wie der liebe Herr MGP sein Köpfchen baut und ob das taugt. Wir schauen mal rein ins Video. Jetzt qualmt er wie Sau. Wie Sau also? Das ist Qualm wie Sau. Das ist ein Kopf. Das ist ein Kopf. Was geht ab, Leute? MGP am Start. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Ihr habt schon bestimmt am Titel lesen können. Ich zeige euch, wie man den besten Shisha-Kopf baut. Das soll jetzt auch nicht so einfach, hey, ich bin der Beste klingen, sondern Domme, wer macht den besten Kopf? Ich. Sag du, Kerl! Genatzt. Der Domme und ich, wir hatten ganz am Anfang so ein bisschen Streitigkeiten untereinander, weil ich habe zu ihm gesagt, er soll einen Shisha machen und sein Kopf hat richtig scheiße geschmeckt. Und deswegen habe ich dann einen Kopf gemacht und die Jungs natürlich begeistert damit, weil in Berlin, sage ich euch ehrlich, ich gehe so oft in Bars und die Köpfe schmecken behindert. Aber auch nicht nur in Berlin, sondern überall. Also ihr kennt das bestimmt selber. Aber da muss ich ihm recht geben, Leute. Wenn man es gewohnt ist, daheim genauso zu rauchen, wie es einem gefällt, dann sind die meisten Bars ziemlich beschissen. Aber es gibt gute Ausnahmen, zum Beispiel Omera in Obertshausen. Ich gehe super gerne hin. Der Ümit, Grüße gehen raus. Zu dem kann ich hingehen und sagen, Digga, mach mir mal die und die Kombi. Fluffig gebaut, schön auf Noppenkontakt, in der Harmony Bowl oder so. Und der macht mir das genau, wie ich es haben will. Also es gibt Ausnahmen. Wenige, aber es gibt sie. War schon mal eine Bar, wo der Kopf scheiße geschmeckt hat. Viel zu viel. So vielen, deswegen zeige ich euch, wie es vernünftig. Man braucht nicht die beste Pfeife. Also kommt mir jetzt nicht mit so einer 20-Euro-Pfeife an von einem Kiosk, aber so eine Standard 50-Euro-Pfeife reicht vollkommen aus. Ist so, sage ich auch immer wieder, Leute, eure Pfeife muss dicht sein und sauber und ein gewisses Mindestmaß an Durchzug haben, damit es angenehm ist. Aber ansonsten, Leute, liegt der Rauch und der Geschmack am Kopf und am Tabak, aber nicht an der Pfeife. Aus. Was ihr aber braucht, ist vernünftige Kohle. Einmal Werbung auf euren Nacken. Im Al-Dukhan, die haben die beste Kohle meiner Meinung nach. Und? Habe ich lange nicht mehr benutzt, Al-Dukhan-Kohle. Sehr lange nicht mehr. Der Tabak. Da ist das nächste Problem. Könnt ihr das sehen? Guck mal. Dieser Schnitt, der ist relativ dick. So, und wenn ihr Tabak habt... Was dicker Schnitt, man kennt's. Was relativ dick ist, wo ihr nicht das vernünftig da reinstreut... Mein Fresse. Reicht euch jetzt! Wo ihr nicht den Kopf vernünftig damit befüllen könnt, schmeckt der Kopf danach in der Zeit scheiße. Das ist einfach Fakt. So, und den besten Schnitt... Ich muss kurz hin, aber... Den besten was, wie hat das gestreut, mit dem mein Fresse. Reicht euch jetzt! Wo ihr nicht den Kopf vernünftig damit befüllen könnt, schmeckt der Kopf danach in der Zeit scheiße. Das ist einfach Fakt. So, und den besten... Ja, auch das im Funnel nicht so ein Riesenproblem. Besten Schnitt, ich muss kurz hinterwaschen. Den besten Schnitt meiner Meinung nach hat einfach Genie. Ohne Scheiß. Deswegen Respekt an Genie, die haben es geschafft. Einfach nach so vielen Jahren, wie die angefangen haben. War auf jeden Fall nicht schlecht, der Schnitt von Genie. Proben jetzt wieder auf euren Nacken, einfach den besten Schnitt herauszukriegen. So, erstmal, wie gehabt, Kohle und Tabak ist wichtig. Danach kommen wir zum Kopf. Das sollte am besten so ein, von mir aus, ein Standard-Tonkopf sein mit so, sind das fünf? Fünf Löcher. Wichtig ist. Das Ding ist, wenn er gerne so raucht, alles cool. Für mich wäre es jetzt auf jeden Fall nicht der beste Shisha-Kopf. Ist halt einfach so. Für mich ist der beste Kopf ein Funnel mit Smokebox. Aber wie gesagt, Leute, das ist Geschmackssache. Wenn er sagt, ey, ich habe alles durchprobiert, Funnel mit Alufolie, Funnel mit Apple on top, einen Kaminkopf mit oder einen Mehrlochkopf mit Smokebox. Ich habe Mehrlochköpfe mit Kamin geraucht. Und wenn er das alles ausprobiert hat und er sagt, Digga, für mich ist Kamin das Geilste, dann ist es so. Aber wenn er sagt, der beste Kopf, ich sag's immer wieder, Leute, der beste Kopf, wahrscheinlich nicht ein Kamin. Und sowas wie der beste Kopf gibt's nicht. Es gibt der beste Kopf für dich, aber schwieriges Thema. Ich weiß, Menschen sind faul. Ich weiß, Menschen sind sehr faul. Jedes Mal, wenn ihr euch einen neuen Kopf macht, solltet ihr den Kopf was sauber machen. Grüße gehen raus an Zedex. Einfach kurz so unter Wasser anhalten, einmal Wasser durchlaufen lassen. Ist ja nicht schwer, oder? Danach das zweite Utensil. Normalerweise, guck mal, mir fällt gerade erst ein, wie der hier schön steht und zuhört. Dann lernst du mal was. Nee, Digga, ich. Dann das zweite ist der Batscha-Kopf. Tut man einfach so drauf. Wichtig ist, der sollte passen. Man darf jetzt nicht zu tief fliegen wie so ein Auto an meiner oder wie meine Karre an meiner. Kannst du mit Alufolie machen, aber Alufolie ist schon wack.
Nee, da merkt man schon noch. Nein, Digga, aber es ist guck nicht guck mal, so das Problem ist, bevor ich dich fick. Das Problem ist, Alufolie kannst du jetzt nicht so untertauchen. Übrigens, das ist kein Rauf 66, das ist eine Mischung zwischen Rauf 66 und Ringelreihe. Müsst ihr mal probieren, ist der Hammer. Genau, Alufolie könnt ihr nicht bei so einem Tabak machen. Da müsst ihr eine alte, traditionelle Pfeife nehmen und dann Traube mit reinballern oder... Und wie unterscheidet sich jetzt ein Traube Minze von der Tabakbeschaffenheit und vom Hitzeverhältnis her zu einem anderen Tabak? So, Digga, Tabak ist Tabak, so, ne? Also wenn er jetzt eine Traube Minze von der Dahlia hat und dann sagt, den kannst du mit Alufolie rauchen, und dann hat er einen anderen von der Dahlia und sagt, den kannst du nur mit Kamin rauchen, Digga, ist Bullshit, ist derselbe Tabak, ist dieselbe Molasse, es sind nur andere Aromen. So, und die Aromen verhalten sich gleich oder ähnlich. So, vielleicht haben die verschiedene Hitzepunkte, wo die sich verflüchtigen und dann in eurem Rauch sind, so. Aber im Grunde genommen, es fragen auch immer wieder Leute so, rauchst du eigentlich jeden Tabak im Pfanne? So, ja, Digga, why not? So, du musst halt nur mit der Hitze aufpassen. Aber wenn du die Hitze so hältst, dass sie für den Tabak optimal ist, dann ist das optimal. Doppelapfel. Rauchst du das eigentlich? Ist schon nice. Daran merkt man, dass du ein Beach bist. Ich hasse Doppelapfel. Schmeckt halt nach Lakritze. Das schmeckt nach Fußpilz. Nach Lakritze. Ja, du stehst auch drauf. Doppelapfel, ekelhaft, Traube Minze, Beste. Mal, warte mal. Doppelapfel ab und zu, gerne. Aber Traube Minze, Beste, bin ich bei ihm. Ist so. Für mich auf jeden Fall. Den Kopf machen, wichtig. Einmal die Shisha zeigen. Oder soll ich eine Red Bull-Dose präparieren? Schon. So, dann sieht man den Nudellauflauf noch von was. Der ist krass. Der war so heftig. Das ist jetzt mehr oder weniger eine Standardpfeife. Die Jungs hatten nichts anderes. Ich habe meine Pfeife zu Hause gelassen. War dumm von mir. Am besten auch jedes Mal Wasser wechseln. Ich meine, hat nur für euch einen hygienischen Vorteil. Und man schmeckt auch den. Also ehrlich gesagt, man schmeckt das schon. Wenn es frisch ist. Moment. Ja, ihr habt es gesehen bei mir, ich habe jetzt von meinem letzten Kopf auf den auch nicht das Wasser gewechselt. So klar, kann irgendwie ein Beigeschmack haben oder so. Aber im Grunde ist es jetzt nicht so wild, wenn ihr nicht jedes Mal euer Wasser wechselt. Ne? Wenn ihr euch einen neuen Kopf baut, das Wasser nicht gewechselt habt und ihr merkt, fuck, das schmeckt immer noch komplett nach, keine Ahnung, Kiwi oder so, dann hättet ihr das Wasser wechseln sollen. So. Aber bei vielen Tabaksorten geht es klar, wenn man nicht bei jedem mal wechselt. Aber so am nächsten Tag oder so sollte man auf jeden Fall mal das Wasser wechseln. Hat er recht, ist ein hygienischer Vorteil, kann nicht schaden, da einfach mal das Wasser zu wechseln. Ist so. Ist nicht frische. So viel Wasser reintun, dass so ein Stück immer ein bisschen rausguckt. Also da darf auch nicht zu viel Wasser werden, weil wenn du danach ziehst, dann kriegst du auf einmal, ist das schon mal passiert, du hast so krass genuckelt, dass du auf einmal Wasser am Schlauch hast. Staunt zu und lernt. Staunt zu. Das Wasser auch wieder komplett. Wie war das Wort? Sieh zu und lernt. Staunt zu und lernt, Digga. Ganz einfach, es gibt Leute, die stopfen aus hier rein, Amenau. Die denken, das ist, weiß ich nicht. Warum sagt jeder, dass es so Leute gibt? Also ich kenne so Leute nicht, die so stopfen. Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kenne niemanden, der hingeht und das so richtig, richtig krass reindrückt in den Kopf. So. Es gibt Leute, die drücken oben so ein bisschen drauf, wenn der voll ist, aber Digga, so krass. Uff. Ex-Freundin, aber das sollte man nicht stopfen. Gib euch mal einen Tipp, macht das locker, flockig und müsst es ein bisschen wie dieser Nussred machen. Er macht es zwar so, aber er lässt das so reinprieseln, mehr oder weniger. Das stimmt. Das ist der Trick dabei. Warum ist der stopfen? Das sieht für einen Anfänger schon echt gut aus. Hat man deine Frage? Kann man das sehen? No front. Das sieht für einen Anfänger schon ziemlich gut aus. Guck mal, wie groß diese Stücke hier sind. Wenn wir hier diese... Weißt du, was ich meine? Ich hasse sowas. Leute, wenn euch der Tabak zu grob ist, einfach Schere schnappen, eine Minute durchgehen mit der Schere, dann ist der so, wie ihr wollt. Ja? Einfach mal ein bisschen mit der Schere durch, dann hat sich die Sache. Schlimm. Ich mach den Kopf jetzt nicht so voll, weil... Also so reicht das. Warte, ich muss ihn ein bisschen sauber machen. Du behandelst es wie dein Baby. Ja. So sollte der Kopf mehr oder weniger aussehen. Nicht zu voll, und wenn ihr von der Seite guckt, darf nichts drüber gucken. Ja, also wenn der Kamin jetzt nicht übel hoch sitzt, würde ich sagen, geht auf jeden Fall klar. Also für einen Tonkopf-Kopfbau ist das okay. Locker fluffig rein, dreiviertel voll, Kamin drauf, drei Kohlen, gib ihm. Machst du eigentlich nicht so viel falsch. Ne? Kannst auch eigentlich nicht viel falsch machen. Das ist so das Ding. Locker fluffig rein, gucken, dass es mit der Hitze passt, und dann ist das okay. Also ich muss sagen, wir haben ja schon viele Cringe-Videos geguckt, aber MGP ist eigentlich okay. So, ist witzig, er hat ein paar geile Jokes, so. Coole Location, Kopfbau ist in Ordnung, wäre jetzt nicht mein Traum von dem Kopf so, aber ist okay, kann man machen, geht.
Der darf nicht so mehr oder weniger rausgucken. Was denn? Der muss genau so. Jetzt ist er dran. Jetzt kommt der Fehler. Okay, es hat auch Zeitgründe, weil Zeit ist Geld und alle Leute achten auf Geld. Jetzt kommt der Fehler. Das tut man Kohle drauf und man raucht direkt. Nicht bei mir, Kollege. Man nimmt die Kohle, wenn die schön... Diese Zange. Oh Leute, da tun sogar meine Finger weh, ey. Ruhig ist, ich brauche irgendwas zum Pusten. Komm her mit deiner Fresse. Puste gut. Immer gut auf dem Fenster. Ey, Babo. Also ein bisschen auspusten. An der Stelle. Aber also brennt die Bude wegen mir, ich weiß ja. Der Boden ist auch schon gefickt, deswegen. Was ich sagen wollte, genau, jetzt tun wir die Kohle drauf. Und viele rauchen sofort, oder? Oder schicken direkt den Kopf raus. Jetzt ist einfach nur der Trick dabei. Warten, Bruder. Warten? Habt doch mal Geduld, Mann! Bevor ich mich vergesse. Einfach 5 Minuten warten. Jonas, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Jetzt warten wir eben kurz 5 Minuten und wir sehen uns gleich wieder. Ist ein Shisha-Kopf, ne? Ihr könnt ein paar Minuten warten, bis das sich alles schon ein bisschen erwärmt hat. Dann raucht ihr schneller an. Wenn ihr früher zieht, passiert da aber nichts Schlimmes. Dann kommt halt einfach noch kein Rauch. Aber passiert auch nichts Wildes. Also du kannst anrauchen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Also, du ziehst die Hitze dann aktiv in den Kopf rein. Kannst aber auch ein paar Minuten warten. Dann machst du es dir beim Anrauchen ein bisschen leichter. Aber ein Riesenfehler ist es jetzt auf jeden Fall nicht, vorher zu ziehen. Also das Warten, also wir müssen mal ohne Scheiß wirklich einfach mal 5 Minuten warten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht 5 Minuten gewartet, weil ich kenne das Prozedere ja und ich will mich das ja nur. Ihr müsst auf jeden Fall 5 Minuten warten. Also ich habe jetzt nicht 5 Minuten gewartet. Zeigen. Wartet mal einfach wirklich 5 Minuten, geht von mir aus eben auf Toilette, weiß ich nicht. Dann sieht man das, wie viel Qualm da rauskommt. Ja, sobald es anfängt zu qualmen, dann könnt ihr den Kopf drauflegen. Und ich schwöre es euch. Ich hab, guck mal, sieht man das? Komplett leer. Ich zieh nur einmal dran. Du musst mir nicht die ganze Zeit in die Fresse zoomen. Zieh mal fester, ja? Jetzt haben wir den ersten Zug schon nicht was gesehen. Was ist das? Boah, ja, da kommt die Kohlelunge, Mann. Geil! Ey, Mann! Kennt ihr noch die Lok? Ey, warte mal. Der Zug, der sich spaltet. Wie war das nochmal? Der Zug, der sich trennt? Der Zug, der sich trennt? Kennt ihr den? Vor allem, wie er das gesagt hat. Der Zug, der sich trennt. So, warte! Der Zug, der sich trennt? Ja. Ihr müsst den Kopf natürlich noch ein bisschen anrauchen, aber dadurch, dass ihr die Kohle zuerst drauf lag, fliegen wir gleich in die Luft oder was? Dafür, dass man die Kohle zuerst drauf gemacht hat, wurde das Metallgehäuse, also der Batschakopf wurde dadurch sehr warm. Ich würde gerade sagen, auch Kamin oder Batscha genannt. Ohne, dass es kratzt. Also ihr werdet niemals kratzen, dadurch, niemals. Ja, warum soll es denn kratzen, wenn man Feuer zieht, Digga? Jetzt ist sie völlig an. Er sieht es ein bisschen. Also wichtig ist auch, wenn er richtig viel qualmt. Der Kopf, zieh doch mal zum Kopf hin. Hier, dahin, Medo. Man sieht das schon, Bruder. Achso. Alles gut. Dann müsst ihr die Kohle ein bisschen weiter zur Seite tun oder eine weglegen. Jetzt zeigen wir mal einmal den Test. Warte, ich brauche mein Mundstück. Digga, er hat schon 100 Mal ohne Mundstück geraucht. Aber jetzt braucht er ein Mundstück, oder was? Wisst ihr, warum mein Mundstück pink ist? Weil du schwul bist? Das hat eine historische, einen historischen Hintergrund, sagen wir das mal. Jetzt kommt's. Ja, Rauchentwicklung ist jetzt nicht so geil. Ja, also für einen Tonkopf mit Kamin ist schon okay an sich, aber auch dafür, dass sie noch so viel Licht am Start haben, hätte ich da echt mehr erwartet. Jetzt qualmt er wie Sau. Wie Sau, ja. Geht so. Das ist ein Kopf. Naja. Warte, ich fühle mich gerade für 2 Sekunden wie Tiger. Warte kurz. Lass mal kosten. Probier mal, vom Meister. Spaß. Warum musst du lachen? Achso, er wollte zu tun. Warum willst du mich jetzt? Ja, ist gerade schon, Digga. Dein Ernst? Nein, Spaß. Okay, retalk jetzt. Mach. Ah, da bist du ja. Saug. Warte. Warte ganz kurz, was ich hier. Mach noch einen Zug. Hallo! Ja, mein Koch ist vorbei. Rauch ist jetzt nicht so krass, oder? Also, da geht auf jeden Fall mehr. Ey, lass mal einen Sub auf meinen Channel, Abo da, Leute. Warte mal, ich muss ihn filmen. Ja, das war's dann wieder komplett mit mir. Was muss ich machen? Aber ich bin das gewohnt, ich werde überignoriert. Also alles komm gut. Jetzt. Wie war's gestern, Alter? Und? Geht schon klar. Nein, ist gut, Bruder. Ja? Ja. Testen. So, Standardkopf von dir. Gestern hast du aber den heftigsten gebaut. Ja, das muss das Video jetzt auch mal wissen. Gestern, mir ist schwindelig des Grauens, aber scheiß drauf. Gestern war schon ein heftiger Kopf. Da kam aber auch so eine... Zieh 10 Mal am Kamin,
fällt fast um. Das ganze Wohnzimmer war voller Rauch, Bruder. Dazu muss ich sagen, manchmal hat man einen richtig guten Kopf, manchmal nicht. Also das muss man ehrlich sagen. So, probier mal. Komm mal einmal hier. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich rauche ja scheiße viel. Deswegen baue ich halt auch extrem viele Köpfe. Logisch, soweit. Aber ich muss sagen, dass ich Köpfe hart verkacke, kommt nicht mehr so oft vor. Es passiert eigentlich nur, wenn ich mal einen neuen Kopf teste, der ein bisschen anders ist vom Depot, den ich noch nicht so gebaut habe. Dann passiert das manchmal. Oder wenn es irgendein Tabak ist, den man ganz besonders bauen muss und ich das vorher nicht gerafft habe, so dann verkacke ich auch nochmal einen Kopf. Aber so der Standard-Tabak, Standard-Köpfe von mir, die laufen eigentlich immer so. Jetzt no Eigenlob an der Stelle, aber so, wenn du halt schon irgendwie 5000 Köpfe in deinem Leben gebaut hast, so, dann sitzt das halt irgendwann schon dementsprechend. Ne? Da ist halt Routine. Allerfeinsten. Ah ja, was denn? Achso, du. Warte mal, was sagst du da? Digga, mich hat's gerade so gehittet, ne? Guck mal, er holt sein Stiel, sein Ding raus, sein weißt Stiel. Du? Er holt sein Stiel raus. Sein Stiel. Nein, das ist krass, nicht, Bruder. Mich hat's einfach nur in eine andere Dimension gerade gebombt, weil ich die 10. Guck mal, ich erkläre euch das mal. Wenn die Kohle zu. Also, wenn der Tabak stark verbrennt, der drückt da nicht. Der kratzt nicht, weil ihr die Kohle schon vorher draufgelegt habt. Das heißt, wenn das ein bisschen zu. Es kann nur zu stark werden. Also, das ist wirklich Bullshit. Ja. Nur weil die Kohle vorher drauf liegt, ändert das im Nachhinein nichts an der Hitzeverteilung oder an der Hitzeentwicklung oder am Verdampf-Verschwel-Verhalten vom Tabak. So, das ist natürlich Quatsch. Also das war jetzt wirklich Bullshit. Wenn das ein bisschen stark wird, einfach ein bisschen brennen, die kurdische Augen. Vorbei, ne? Entschuldigung, Bruder. Omid, hinter der Kamera. Omid. Hey, Mann. Einmal durch den Muskel, durch den Double Biceps einmal durch. Gut gemacht, Azad. Ja? Ja. Dankeschön. Das kannst du auf jeden Fall wirklich gut. Das Einzige. Krieg ich jetzt ein Leckerli oder? Willst du eins? Okay, lo. Viele haben mich immer so gefragt, ey, kannst du mal ein Video machen, wo du deinen Kopf baust? Jetzt habe ich das wirklich mal gezeigt, wie man das wirklich am besten macht, aber probier es einfach selber aus. Also ihr müsst eigentlich im Prinzip nur wichtige Sachen beachten. Guter Kopf, guter Tabak. Gut, die Kohle ist sogar noch wichtiger. Das darf keine 0815 Kohle sein. Kennt ihr diese runden Dinger, diese Chemie? Ja, okay. Also, ja, bester Tipp von MGP bis jetzt, keine Selbstzünder. Danke dafür, Digga. Danke. Ja, diese Wunder, Digga. Die sind mies. Damit hat jeder angefangen, aber deswegen Kohle. Was hat er gemacht? Hat er ihm das Mundstück ins Gesicht geklatscht oder was? Deswegen Kohle. Was machst du da? Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Check gerne mal die Jungs ab. Check auch gerne mal seinen Stream ab. Ich bin auch ab und zu mal zu sehen. Er macht, schaut sich das mal an. Check meinen Shop aus und ich würde sagen, bis bald. Also, war jetzt nicht schrecklich, war aber auch nicht überkrass. Für vor 2 Jahren, da haben eigentlich die meisten Leute noch mit Kamin geraucht, ist das voll okay. Ja, also, war jetzt nicht der beste Kopf ever so, aber war solide. So, wir hatten nicht viel zu meckern. So, der ein oder andere Tipp von ihm war ein bisschen meh, aber ansonsten war es eigentlich nice. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha-WG.